Der Braunkohlentagebau bei Aldenhofen zwischen Köln und Aachen. Ein seit vielen Jahrzehnten vertrautes Bild in der Jülich-Zülpicher Börde. Die riesigen Schaufelradbagger räumen Deckschichten ab, teilweise ganze Dörfer, Braunkohle. Pro Tag bis zu 250.000 Tonnen. Wenn Schwarze geht, wenn Schaden weiß, die Nacht der Grube zieht, so höre dir bei Hitz und Eis, du frohe Melodie. Bergmanns Blut hat frischen Mut. Glück auf. Und eh der schwarze Gittelmann hinab zum Schacht. Unmittelbar angrenzend an den Braunkohlentagebau liegt das Aachener Steinkohlenrevier. Bis Ende 1992 in Förderung und seitdem stillgelegt. Der Beschluss der Kohlerunde im Jahre 1987 bewirkte das Aus für den ältesten belegten Steinkohlenbergbau auf dem europäischen Kontinent. So stehen heute als sichtbare Überreste nur noch die übertägigen Anlagen. Die Grube Emil Mayrisch in Siersdorf stellte als letzte im Dezember 1992 die Förderung ein. Die beiden Schächte werden verfüllt, die Maschinenhalle des geschichtsträchtigen Fördergerüsts ist bereits abgedeckt. Etliche der damaligen Betriebsangehörigen des Eschweiler Bergwerksvereins, kurz EBV, gingen in den Ruhestand oder in die Anpassung, den Vorruhestand. Der Großteil von ihnen wechselte ins Ruhrgebiet bzw. zur Braunkohle. Manche wurden arbeitslos. Auf der Bahnrampe zwischen Siersdorf und Alsdorf rollten früher fast ununterbrochen vollbeladene Kohlenzüge. Diese Strecke war eine der lebensnotwendigen Adern im wirtschaftlichen Leben des Aachener Reviers. Sie verband Emil Mayrisch mit der Kokerei Anna. Von dort ging der fertige Koks dann an die Abnehmer. Bergbau und Landschaft. Was von unten wie natürliche Hügel aussehen mag, entpuppt sich von oben als von Menschenhand geschaffen. Die zahlreichen Halden im Aachener Revier zeugen von einer langen Geschichte. Die Grube Anna in Alsdorf förderte von 1854 bis 1983, dem Zeitpunkt der Zusammenlegung mit Emil Mayrisch. Mit bis zu 7.500 Beschäftigten war sie jahrzehntelang das Herzstück des EBV. Ebenso wie die Kokerei, die 130 Jahre lang produzierte und einst als größte Anlage Westeuropas galt. Reminiszenz an vergangene Tage. Der ehemalige Knappenchor des EBV, der sich unter dem Dach des Bergbaumuseums Wurmrevier in Alsdorf neu gründete. Auch wenn der Name sich geändert hat, Sänger, Lieder und Kleidung sind die gleichen geblieben. Gott schütze das Bergwerk, den Heuer, den Hammer, den Stoff.
uns groß. Glück auf, Glück auf bei Arbeit, die das Leben kürzt, so wie bei Mahl das Freude wirft. Tönt stets ein Frohglück auf, tönt stets ein Frohglück auf. Glück auf schallt es durch Berg und Tal, durch die der Bergmann wallt. Wenn kaum das junge Tageslicht mit Mühe durch Nacht und Dunkel bricht, im Alsdorfer Bergbaumuseum versammeln sich die unterschiedlichsten Interessen und Gruppen. Sei es der Knappenchor, die Dampflok-Begeisterten, der Arbeitskreis Sozialgeschichte. Einig sind sich alle in ihrem Bemühen, den Bergbau zu dokumentieren und in vielfältiger Weise an ihn zu erinnern. Eine wichtige Funktion also für das Museum, das 1986 gegründet wurde. Stets ein Frohglück auf. Bergbau und Gemeinschaft. Die meisten Bergleute lebten in Siedlungen, die von den Zechen für sie gebaut worden waren. In Alsdorf, ganz in der Nähe von Anna, Busch, Zopp, Mariadorf, Kellersberg. Der Zusammenhalt in diesen Siedlungen war immer schon Legende. Und das Leben, darf man den Erzählungen glauben, spielte sich ab wie in einer großen Familie. Was ist davon heute noch übrig? Gibt es sie noch, die vielbeschworene Gemeinschaft, trotz Krise und Stilllegung? Wie funktionieren viele der Vereine, äußeres Zeichen eines Gemeinschaftslebens, ohne den Bergbau, der 1,5 Jahrhunderte lang das Leben im Aachener Revier geprägt hat? Der Film geht diesen Fragen nach. Eine zugegeben subjektive Auswahl von 5 Vereinen, die stellvertretend für viele andere eine multikulturelle Gesellschaft auf engem Raum präsentieren. So unterschiedlich sie sein mögen, eines ist allen gemeinsam. Sie hatten oder haben mit dem Bergbau zu tun, sind aus ihm heraus entstanden oder rekrutierten viele ihrer Mitglieder aus seinen Reihen. Der Bundesstraße 57 entlang nach Südwesten, Richtung Würselen. Die Grube Gulei. Die ältesten Belege datieren aus dem 16. Jahrhundert. 1969 stillgelegt, zeitweise bis zu 2800 Beschäftigte. Bergbau, das war immer eine Welt für sich. Unter Tage heiß, staubig, gefährlich, stets auf den Kameraden angewiesen. Eine Art Mannschaftsspiel voller Ernst, wo erst die Gruppe erheblich mehr als die Summe der Einzelnen ausmacht. Wie auch über Tage bei der sportlichen Betätigung, der beliebteste Zeitvertreib der Bergleute. Im Schatten von Gulei wurde bereits vor 80 Jahren von ihnen ein Fußballverein aus der Taufe gehoben, der FC Sparta 1913 e.V. Würselen. Bis zur letzten Schicht auf Gulei 1969 gehörte der Großteil der Aktiven und Förderer in dieses unmittelbare Umfeld des EBV. Von diesen ganzen Hintergründen wissen die heutigen Spieler des FC Sparta kaum noch etwas. Die Stilllegung von Gulei war vor ihrer Zeit. Viel drängender für sie das heutige Spiel in der Kreisliga A gegen die Mannschaft von Rot-Weiß Alsdorf. Hier das Aufwärmtraining. Zur Traditionsverbundenheit der Geschäftsführer des FC Sparta, Herbert Jewanski, früher Maschinenschlosser beim EBV und seit 1950 Vereinsmitglied. Tradition, was die Tradition anbelangt, so traditionsbewusst wie das früher war, ist es heute eigentlich nicht mehr. Der Verein holt sich seine Leute und sucht, wo er für seinen Verein geeignete Leute bekommt, die mehr oder weniger nicht traditionsbewusst spielen, sondern mehr ans Kommerzielle denken und nicht mehr, wie das in früheren Jahren war, nur aus reiner Liebe zum Sportfußball spielen. Liebe Fußballfreunde, zum heutigen Meisterschaftsspiel der Kreisliga A Gruppe 1 zwischen Sparta Würselen
und Rot-Weiß Alsdorf begrüße ich Sie auf der Anlage Birkenstraße auf Herzlichste. Rot-Weiß Alsdorf. Mannschaftsbesprechung vor dem Spiel. Trainer Leo Meessen gibt letzte Instruktionen und versucht, die Spieler noch einmal zu motivieren. Überlegt und was wir auch da besprochen haben. Ihr wisst, der Gegner heute, Rot-Weiß Alsdorf, eine aggressive Mannschaft, die kämpferisch sehr stark ist. Und vor allem, erinnert euch daran, die haben bisher in all den Spielen eine Menge an Toren gemacht. 15 Tore, das ist fast Rekord in dieser Klasse. Und sie haben bisher noch kein Spiel verloren. Zweimal unentschieden und das in zwei Auswärtsspielen, ansonsten alles gewonnen. Und wir haben von der Spielpraxis ja einige Defizite. Erinnert euch, durch die schlechten Witterungsverhältnisse sind einige Spiele ausgefallen und uns fehlt einfach die Spielpraxis. Und wir müssen aber heute gegenhalten. Wir haben ein Heimspiel und wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben uns ein Ziel gesetzt und dieses Ziel, das muss jetzt realisiert werden. Wir haben mit vielen Worten darüber gesprochen, aber umgesetzt werden muss es auf dem Platz. Und da erwarte ich von jedem von euch in diesem Spiel heute eine ganz entscheidende Leistung. Erinnert euch, es kann entweder nach oben gehen, dass wir die Spitze angreifen können, oder bei einer Niederlage geht es nach unten. Und das wollen wir auf keinen Fall. Und da bitte ich also jetzt jeden Einzelnen, sehr konzentriert ins Spiel hineinzugehen, frei sein im Kopf und sich für diese anderthalb Stunden wirklich nur auf das Spiel zu konzentrieren und zu sagen, so, jetzt bringe ich nicht nur hundertprozentige Leistung, sondern nur etwas mehr. Und wenn wir das schaffen, uns so zu konzentrieren und so spielerisch zu arbeiten, dann habe ich gar keine Angst. Dann werden wir hier auch die zwei Punkte behalten. Noch eins ist wichtig. Einige neigen dazu, den Ball zu lange zu halten. Lasst den Ball laufen. Lasst den Ball laufen und entzieht euch so auch unnötige Zweikämpfe. Und vor allem eben auch, uneigennützig wird gespielt. Es kommt nicht darauf an, wer das Tor schießt, sondern dass überhaupt Tore geschossen werden. Also eine vernünftige Abgabe. Rasenplatz, Flutlicht, Umkleidekabinen, Trikots. Vor 80 Jahren hat alles viel einfacher angefangen. Herbert Jewanski. Die Leute suchten damals ein Sportgelände, fanden aber kein geeignetes, bis sich dann ein Landwirt zur Verfügung stellte. Der hat ein Gelände, aber auf diesem Gelände stand ein alter Nussbaum. Der durfte nicht gefällt werden, dem sollte es stehen bleiben. Was haben die Leute gemacht? Sie haben sich ihr Spielfeld abgesteckt, haben den Baum da stehen lassen, gar nicht zur Kenntnis genommen und haben einfach um diesen Baum rumgespielt und haben getan, als wenn der Baum gar nicht vorhanden wäre. Und die Pointe von der Geschichte ist, dass der Baum doch dann später doch gefällt wurde und landete irgend in einer Waffenfabrik und daraus wurden Gewehrkolben gemacht. Die Finanzierung von solchen Vereinen ist schwierig geworden, besonders seit der Stilllegung der letzten Zechen im Aachener Revier. Geschäfte sind abgewandert, Sponsoren geben sich zugeknöpft. Der Verein versucht für seine Interessen Sponsoren zu finden, die den Verein finanziell unterstützen, aus Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden versucht der Verein, sich finanziell über Wasser zu halten. Jawohl! Raus! Halbzeit. Wie das Spiel schließlich ausgegangen ist? Nicht nur die Statistiker wird es interessieren. 3:1 für Sparta. Von Gulay aus sind es nur wenige Meter hinunter ins Wurmtal. An den idyllischen Hängen ausbeißende Flöze, die in meist nur geringer Mächtigkeit zutage treten. Waren sie stärker ausgebildet, dauerte es früher nicht allzu lange, bis eine Kull zum Abbau in bescheidenem Umfang entstand. Bergbau und Natur, ein zweischneidiges Thema. Einerseits die notwendige Energiegewinnung und zum Beispiel die Versorgung der Eisenindustrie. Andererseits ein in den letzten Jahren stark gewachsenes Umweltbewusstsein. Abgesehen von diesem Interessenkonflikt, der einen vernünftigen und auf Dauer angelegten Ausgleich verlangt, hatten die Bergleute selbst von jeher ein besonderes Verhältnis zur Natur. Dies mag vielleicht auch mit dem untertägigen Arbeitsplatz zusammenhängen, mit der ausgeprägten Genussfähigkeit nach geleisteter Schicht
mit dem Drang nach Luft, Licht, Sonne. Die Grube Adolf in Herzogenrath-Merkstein. Sie bestand von 1913 bis 1972 und hatte in Spitzenzeiten bis zu 3000 Mann Belegschaft. Ein alter Bergmannsspruch besagte: Auf Anna wurde der Kuchen gebacken, aber die Sahne kam von Adolf. Heute sind, wie man sieht, nur noch die Halden übrig, die Fördergerüste verschwunden. Touristenverein Die Naturfreunde, Ortsgruppe Herzogenrath-Merkstein e.V. So lautet die offizielle Bezeichnung für einen Verein, der 1924 hier gegründet wurde und unter der Abkürzung Naturfreunde Merkstein besser bekannt ist. Auf dem großen Freigelände rund um das Naturfreundehaus haben die rund 300 Vereinsmitglieder Steingärten, Streuwiesen, Biotope angelegt. Hier findet an diesem Wochenende das Kinder- und Sommerfest statt, verbunden mit einem Zeltlager für den Nachwuchs. Grund genug, die Vereinsfahne zu hissen. Die Generalprobe der Musik- und Gesangsgruppe gerät unversehens zur Demonstration. Viele der Zuhörer beteiligen sich, wie häufig bei den Naturfreunden, spontan an dieser Aktivität und singen mit. Gleichzeitig ein programmatisches Signal: Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Zu den Anfängen der Naturfreundebewegung 1895 in Wien die zweite Vorsitzende der Merksteiner Ortsgruppe, Karin Kuhn. Ja, in Wien war zu dieser Zeit die Arbeiterbewegung schon ziemlich stark. Wien war eine Industriestadt vor allen Dingen und es gab elende Arbeiterviertel, die wirklich sehr schlecht ausgerüstet waren und die Menschen litten eigentlich in diesen Vierteln und es war dringend notwendig, diese Menschen in die Natur zu führen, um ihnen eine Möglichkeit zu geben, sich zu erholen, aber auch die Natur kennenzulernen und zu einem gewissen Selbstverständnis zu kommen. Und ein Mitbegründer war Dr. Karl Renner, der später Bundespräsident in Österreich war. Der hat diese Arbeit, hat den Verein gegründet und hat diese Arbeit stark vorwärts getrieben. Gründer der Merksteiner Ortsgruppe waren Bergleute von der Grube Adolf, die in der Kolonie Streifeld wohnten. Anfänglich kamen auch alle Mitglieder aus diesem Umfeld. Zwar hängen noch viele Bilder aus der Welt unter und über Tage an den Wänden des Vereinsheims und dokumentieren den engen Zusammenhang, dennoch hatten die Naturfreunde von ihrem Ursprung her eigentlich recht wenig mit dem Bergbau zu tun. Karin Kuhn? Nein, eigentlich nicht. Die Naturfreunde-Bewegung hat sich ausgebreitet, vor allen Dingen durch wandernde Handwerksburschen. Die haben diese Idee in die anderen deutschen Städte getragen. So etwa 1910 wurden die Naturfreunde in Köln gegründet. Und hier nach Merkstein kamen sie durch eine ganz andere Wanderungsbewegung. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges wurde hier die Grube Adolf gegründet. Und da Merkstein nur ein kleines Bauerndorf war und längst nicht so die nötigen Arbeitskräfte hatte, mussten Arbeitskräfte angeworben werden. Und die kamen hauptsächlich aus dem sächsischen Bergbaurevier, aus dem Steinkohlerevier. Und die waren auch politisch alle so etwas vorbelastet. Es waren sogenannte Rote. Die hatten dort gestreikt und wurden deshalb dort nicht mehr beschäftigt und waren sehr froh, als sie vom EBV hier angeworben wurden. Ließen sich hier nieder, kamen erst einzeln, ganze Familien zogen nach. Man findet das heute noch hier, dass
so ganze Sippen hier wohnen. Es ist eigentlich sehr zu vergleichen mit der Wanderungsbewegung, die aus der Türkei eben Jahrzehnte später hierher gekommen ist. In ähnlicher Form hat sich das vollzogen. So Kinder, wir machen jetzt eine Wanderung zur Halde Adolf. Da zeige ich euch, wie die bewachsen ist. Die Zeche hat bestanden von 1913 bis 1972. Auch im Zeltlager spielt der Bergbau eine große Rolle. Nächster Programmpunkt für die Kinder, Wanderung auf die Halde Adolf. Und die Steinhalde selber, auf die wir ja gehen, ist entstanden aus den Steinen, die man rausgeholt hat beim Abteufen, beim Treiben der Strecken und der Strebe. Und mehr erzähle ich euch oben dann auf der Halde. Einer, der Adolf noch in Betrieb erlebt hat, ist Manfred Meschwitz. Angefangen bei Adolf, die hinter uns im Hintergrund ist. Man sieht es nicht im Moment, aber die Reste bestehen noch. Und ich bin dann, nachdem ich Hauer geworden bin, zur Bergschule gegangen nach Aachen. Wurde 1900, es war genau 58, Grubensteiger, mit Abschlussprüfung natürlich. Fing am 2. November 1958 auf Ilme-Meirisch an, das war die größte Schachtanlage des EBVs. Habe von 52 als Grubensteiger, später als Reviersteiger, auf Meirisch gearbeitet bis 1975. Bin 1975 zur Grube Anna Adolf zurückgekommen und habe dort mein Brot verdient, meine Familie ernährt als Aufsichtsperson bis 1987 und bin dann in den Ruhestand getreten. Heute sind nur noch wenige Mitglieder ehemalige Bergleute. Es ist eine eher bunte Mischung, die die Naturfreunde auszeichnet. Merksteiner aus allen Teilen der Bevölkerung machen mit. Besonders stark vertreten die weiblichen Mitglieder, vor allem auch in verantwortlichen Positionen. Für die Kinder, die nun hier anwesend sind. Noch einmal Karin Kuhn. Das ist eigentlich auch schon hier so seit den 20er Jahren. Die Sachsen, die hierher kamen, bei denen gehört es zur Lebenskultur, dass Frauen mit dazugehörten. Die einheimische, sehr katholische Bevölkerung hatte einen ganz anderen Lebensstil. Die Frauen gingen zwar sonntags mit in die Kirche, aber von allen anderen Aktivitäten waren sie ausgeschlossen. Und deshalb gab es auch Diskrepanzen hier zwischen diesen beiden Bevölkerungsteilen, Einheimische und Zugewanderte. Bei den Zugewanderten war es überall üblich, dass die Frauen mitmachten. Und das hat eigentlich das Leben hier in der ganzen Region dann sehr verändert. Und dann macht der Karin und der Klaus den Grillstand. Das Sommerfest ist nur eine der Aktivitäten der Merksteiner Naturfreunde. Der erste Vorsitzende, Manfred Meschwitz. Zum Verständnis, wir arbeiten ganz dezentral. Unsere Arbeit verteilt sich auf eine Unzahl von Untergruppen. Die wichtigsten sind natürlich die Jugend, die Kinder und die Teengruppe. Das sind unsere Nachwuchsstars, die wir brauchen. Ein Verein ohne Jugend ist nach meiner Ansicht zum Sterben verurteilt. Daneben haben wir aber auch die Senioren, die wir betreuen. Das ist unsere Hauptaufgabe mit, dass die Senioren nicht isoliert leben. Wir haben die Musikgruppe, die sehr bekannt ist, die bis nach Duisburg und bis nach Köln ihren Namen oder unseren Namen gebracht hat. Die ganzen Gruppen haben neben ihrer Arbeit ihre Feiern. Die Umweltschutzgruppe hat ihre Referate, die sie durchführt. Wir haben einen Kulturreferenten, der hier monatlich am letzten Freitag einen kulturellen oder bildungspolitischen Abend durchführt. Wir haben einen Radreferenten, der Radtouren organisiert mit sozialkritischem Hintergrund. Diese Feiern dieser Gruppen werden durchgeführt neben den Feiern der Ortsgruppe, die sich zentralisieren auf 3, 4 wichtige Feiern im Jahr. Und eine dieser Feiern ist das Sommerfest, das heute und morgen an diesem Ort in Verbindung mit der Kindergruppe durchgeführt wird. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Ich schau ihr noch lange nach. Sie sind die Wolken. Grube Karl Alexander in Basweiler. Sie förderte von 1921 bis 1975 und beschäftigte bis zu 1800 Bergleute. Viele davon, nicht nur auf Karl Alex, waren Ausländer. Spanier, Portugiesen, Italiener, bis hin zu Koreanern.
Den größten Anteil jedoch stellten die Türken. Zuletzt untertägig über 50%. Teilweise wurden ganze Schichten komplett türkisch gefahren. Mitten in der Stadt die Moschee des türkisch-islamischen Kulturvereins. Sie ist der Treffpunkt aller frommen Muslime in Basweiler. Der Müezzin ruft die Gläubigen gerade zum mittäglichen Freitagsgebet auf. Gott ist der Größte. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Gott. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ich bezeuge, dass Mohammed Gottes Prophet ist. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Auf zum Gebet. Ayya ala s-salah. Ayya ala s-salah. Auf zum Heil. Gott ist der Größte. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Es gibt keinen Gott außer Gott. La ilaha illallah. Amin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. والصلاة القائمة آت محمداً الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين صلاة سنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محترم جماعة Safları düz ve sık tutalım. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Das Freitagsgebet dauert normalerweise rund 35 Minuten. Es hat im religiösen Leben der Muslime einen hohen Stellenwert, vergleichbar dem christlichen Sonntagsgottesdienst. Eines der zentralen Elemente im Freitagsgebet ist das nun folgende gemeinsame Gebet, immer ausgerichtet gen Mekka. Fünf Säulen bestimmen das religiöse Leben der Muslime. Das Glaubensbekenntnis, das fünfmalige Gebet pro Tag, die Almosen, die Einhaltung des Fastenmonats Ramadan sowie schließlich die heilige Pilgerfahrt nach Mekka. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Nach dem gemeinsamen Gebet muss jeder Gläubige vier sogenannte Rikats für sich alleine beten. Die Frauen übrigens haben einen eigenen Raum mit gesondertem Eingang. Im Islam lassen sich Alltag, Freizeit, Festleben und Religion nur schwer trennen. Die Moschee ist daher mehr als nur ein Ort, an dem sich die Muslime zum Gebet treffen. Hier werden unter anderem auch Opferfest, Ramadan, Verlobungen, Hochzeiten, die Geburt des Propheten Mohammed gefeiert. Als im Aachener Revier noch Kohlen gefördert wurden, waren rund 95% aller männlichen Mitglieder des türkisch-islamischen Kulturvereins im Bergbau beschäftigt. Die Stilllegung der Zechen hat auch hier einen Wandel hervorgerufen. Etwa ein Drittel arbeitet nun in der Industrie und 20% bei Rheinbraun. Der Rest ist Rentner. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة تقبل منا بحرمة الفاتحة Der Hoca ist der Leiter der Moschee und ein vom türkischen Staat bezahlter Geistlicher.
Er beendet gerade das mittägliche Freitagsgebet. Der türkisch-islamische Kulturverein kaufte 1982 das Gebäude in der Peterstraße und baute es in Eigenleistung zu einer Moschee um. Das Verhältnis zu den deutschen Nachbarn war anfänglich nicht unproblematisch. Nach einem Tag der offenen Tür, zu dem über 400 Besucher kamen, wuchsen das gegenseitige Verständnis und die Achtung vor der anderen Kultur. Heute kann man das Verhältnis als unverkrampft und offen bezeichnen. Was passiert, wenn in einer Region eine personalintensive Industrie boomt? Sie zieht Arbeitskräfte an, um den Bedarf zu decken. Besonders im Bergbau, sei es nun im Ruhrgebiet oder auch im Aachener Revier. Im Basweiler Ortsteil Setterich zum Beispiel steht die Siedlung der Siebenbürger Sachsen. Historisch gesehen sind die Siebenbürger Sachsen eine Art Spätheimkehrer. Im 12. Jahrhundert hatte der ungarische König Geza II. Deutsche Kolonisten nach Siebenbürgen geholt. Sie rekrutierten sich hauptsächlich aus dem Gebiet zwischen Mosel, Maas und Niederrhein. Rund 800 Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg also, wurde der Großteil von ihnen wieder vertrieben. Erste Station auf dem Weg nach Westen war Österreich. Wie es weiterging, erzählt Johann Graffi, erster Vorsitzender der Setterischer Ortsgruppe. Wir sind, die hier in diesem Raum wohnen, sind wir 1953 im Rahmen des Bergbaues hergekommen. Und zwar hat der deutsche Steinkohlenbergbau in Österreich, von wo wir herkommen, geworben für den deutschen Steinkohlenbergbau und im 1953 sind 170 Bergleute in den Aachener Raum gekommen und haben auf der Grube Maria Hauptschacht in Mariadorf ihre Arbeit unter Tage gefunden. Eigentlich jedoch waren die Siebenbürger Sachsen keine Bergleute. Wir waren überhaupt keine Bergleute, sondern die meisten kamen aus der Landwirtschaft, es waren Handwerker und es waren auch Lehrer darunter. Also der Bergbauberuf war uns allen fremd. Und Sie, Herr Graffi, waren Sie Bergmann oder was haben Sie vorher gemacht? Nein, ich war kein Bergmann. Ich habe in Österreich das Gerberhandwerk gelernt und bin dann mit dieser Aktion auch hier in diesen Bergbau gekommen. Habe dann nach 6 Jahren meinen Bergmannsschein gemacht, bin dann 3 Jahre zur Bergschule gegangen und einige Jahre später habe ich dann auch den Betriebsführerlehrgang in Aachen absolviert und war 19 Jahre Fahrsteiger auf der Grube Emil Meirisch. Gezehe, wie das Werkzeug des Bergmanns heißt, wird in der Heimatstube also nicht aufbewahrt. Wohl aber Trachten, Textilien, ländliche Arbeitsgeräte. Andenken an die alte Heimat, die für die Siebenbürger Sachsen immer noch sehr lebendig ist. Rund 170.000 leben in der Bundesrepublik und die Landsmannschaft, in Ortsgruppen gegliedert, nimmt verschiedene Aufgaben wahr. Einmal den Landsleuten im sozialen, im rechtlichen Sinne hier zu helfen und auch den Landsleuten in der alten Heimat in Siebenbürgen. Darüber hinaus wollen wir das kulturelle Erbe hier bewahren und weiter betreiben und erhalten. Sie pflegen ihre alten Siebenbürger Traditionen, sicherlich. Und gerade deswegen gelten sie bisweilen als etwas konservativ.
Dabei widmen sie sich auch so brandaktuellen Themen wie den Hilfstransporten nach Rumänien. Die gesammelte Kleidung wird einmal im Monat durchgesehen, bei Bedarf gewaschen, sortiert und verpackt. Die Frauen unterhalten sich im Dialekt ihrer alten Heimat. Trotz vielfältiger Einflüsse ist er nicht verloren gegangen. Die Hilfstransporte haben auch einen Adressaten. Die Kreisstadt Bistritz. Bürgermeister der 90.000 Einwohner zählenden Stadt ist Tonjuk Marian, der gerade seine ehemaligen Landsleute in Basweiler besucht. Imediat după decembrie 89, chiar în luna ianuarie anului 1990, prin grijă autorităților locale din județul dumneavoastră. Sofort im Dezember 1989 und auch im Januar 1990 haben die Gemeinden und Städte hier bei Ihnen eine freundschaftliche Beziehung zu rumänischen Städten aufgenommen und es kamen die ersten Hilfstransporte. In der Zeit von 1990 bis heute hat sich die Zahl der Hilfstransporte auf insgesamt 10 erhöht. Jeder hat verschiedene Medikamente, Bekleidung und Nahrungsmittel gebracht. Erhalten haben es in erster Linie alte Leute, sozial schwache Menschen, Kindergärten und Schulen, die es nötig hatten. Oamenii în vârstă, copiii handicapați, casele de copii și, în general, copiii părăsiți, care, deși erau cuprinși într-o formă de școlarizare, posibilitățile lor nu erau dintre cele mai bune. Diese Kleidersammlung ist jedoch nur eine der Aktivitäten der Landsmannschaft. Noch einmal Johann Graffi. Unsere Kreisgruppe unterhält einmal eine Blasmusikkapelle, dann die Simbürgische Frauenschaft, einen gemischten Chor und eine Volkstanzgruppe. Einmal wöchentlich probt die Volkstanzgruppe für die durchschnittlich 20 öffentlichen Auftritte im Jahr. Geleitet wird sie von Sigi Schmidt und seiner Schwester Gabi. Der Anfangskreis war ganz gut, nur was mir aufgefallen ist bei der zweiten Figur, die Andrea zum Beispiel, die ist mit dem falschen Fuß losgegangen, hat den Jungen nicht angeguckt. Ich zeige das mal eben kurz mit dem Klaus. Das Mädchen geht und der Junge auch mit rechts rückwärts und schaut den Jungen dabei an. Mit links rückwärts schaut den Jungen an, rechts rückwärts. Und dann in den Kreis reinschauen. Und wo ich gesehen habe bei den Jungen da vorne, die sind mit links losgegangen und nicht mit rechts losgegangen. Ihr müsst also mit rechts losgehen. Und sonst war das okay so. Ja, und so wie die Gabi vorhin schon gesagt hat, wir müssen also daran denken, dass wenn wir irgendwo reingehen oder so, wir proben zwar für Ostern, aber es soll kein Osterei sein, es soll ein Kreis sein. Ansonsten war es also prima, war nicht schlecht. Noch einmal von vorn. Geprobt wird der Lauterbacher, ein Tanz aus Österreich. Sigi Schmidt. Der Lauterbacher ist ein Tanz, der aus Österreich stammt und gehört zu einem der einfachen Tanzfolgen, aber der ist sehr, sehr ausdrucksvoll, weil er in Tracht getanzt wird. Das heißt, er stellt ziemlich was dar, wenn einige Paare in Tracht tanzen. Und der ist geeignet als Gesellschaftstanz, das heißt, wir tanzen einmal vor und wir tauschen dann anschließend aus dem Publikum die Männer aus, die Damen tauschen wir aus und dann tanzen wir im großen Kreis mit Publikumsmitgliedern. Aus der Probe wird ernst. Auftritt bei einem sonntäglichen Seniorennachmittag, den die Landsmannschaft veranstaltet. Zu dem jetzt gezeigten Tanz Sigi Schmidt. Das Bühlradl ist ebenfalls aus Österreich und er ist sehr, sehr aufwendig, weil es kommen sehr, sehr viele Figuren vor und es wiederholt sich nicht eine einzige Figur. Und das Mühlradl stellt das Mühlradl dar, wie es in der Natur ist. Das heißt, die einzelnen Figuren zeigen jeweils einen Abschnitt des Mühlradls. Zum Beispiel die Zahnräder, wie sie sich bewegen und noch einige andere Teile. Das erkennt man sehr, sehr leicht raus, wenn man den Tanz genau verfolgt. Und er ist auch wieder für uns sehr, sehr aufwendig und
auf Bällen oder in Tracht ist der wunderschön anzusehen und der macht uns auch sehr, sehr viel Spaß. Das Mühlradl ist einer der Top-Renner unter den einstudierten Tänzen. Zur Struktur der Gruppenmitglieder erläutert Gabi Schmidt. Wir haben im Moment ca. 40, es werden jetzt ein paar mehr zu Ostern, und setzt sich zusammen aus Jungen und Mädchen im Alter von 14 bis 27 Jahren. Ab Konfirmation werden die dann eingegrüßt. Oder dann halt, wenn man heiratet, ist man dann raus aus der Gruppe. Es sind also, besteht aus unverheirateten Jugendlichen. Und die meisten sind Nachkommen der Siebenbürger Sachsen, also die hier geboren sind, beziehungsweise es sind jetzt in den letzten Jahren auch sehr viele Spätaussiedler dazugekommen. Die Zechen sind tot im Aachener Revier. Die Vereine leben weiter. Unter veränderten Bedingungen zwar, doch tut dies den vielfältigen Aktivitäten keinen Abbruch. So sind und bleiben die Vereine Ausdruck einer multikulturellen Gesellschaft in einem alten Bergbaugebiet.